Jetzt ohne LKWs ist das hier draußen natürlich auch nicht gerade lustig. Jetzt zwei Runden. Und sonst lassen wir das mit dem HQ-Upgrade und konzentrieren uns auf die anderen Ziele. Ja, und theoretisch haben wir beide Einheiten auch nicht mehr weiteren Kämpfen. Da es wirklich noch lohnt, die. Ach, natürlich noch eine Regelsache. Die LKWs kriegen wir jetzt auch nicht sofort zurück, weil ich glaube, ein Gegner ganz nah dran war. Möchte ich mir eigentlich die Luftversorgung sogar noch aufheben? Ich meine. Ja, drauf. So, und die anderen hier. Geht dann schon mal da entlang und versucht diese Ziele irgendwie zu erreichen. Ich hoffe, zwei Gruppen reichen, um da in die Hauptstadt, also in das Hauptziel reinzukommen. Weil das ansonsten alles nochmal eng und unangenehm werden würde. Ja, nicht unbedingt perfekt gemacht haben, am besten. Na gut, schauen wir mal hier vorbei. Schöner Treffer, würde ich sagen. Damit gehört diese Stadt uns und auch der Versorgungspunkt daraus. So, und dann werden die hier drüben mal. Ich baue den Punkt mal noch nicht komplett ab, damit das Akku jetzt zumindest gerade noch versorgt ist. Und doch, man könnte auch über große Flüsselbrücken bauen. Ich war mir nämlich ganz sicher. Dann sind wir hier inzwischen auch rüber. Sorg einfach noch die Einheiten hier mal gegen. So, dann machen wir uns hier mal bereit. Rüberzukommen. Tja, aber ich bin schon fast am Überlegen, den ein bisschen nordwärts zu schicken. Hier, oder dass der zur Not hier entlang kann und vielleicht doch noch irgendwie an dein Hauptziel mit eingreifen kann, falls es doch eng wird. Machen wir sicherheitshalber einen Schritt in die Richtung. Ich glaube, da hinter uns ist niemand mehr, oder ich hoffe es zumindest. Meinetwegen erstmal noch dahin. Dann noch den Bomber, der könnte ja zum Beispiel hier noch eingreifen. Sehr schöner Bombentreffer. Aber eins mit einer motorisierten Einheit ist trotzdem ein bisschen teuer. Ja, hier gehen jetzt beidseitig gleich eine Menge Einheiten drauf, aber unser HQ ist eh nicht in der Reichweite für die Organisation oder so. Und die Ziele da oben werden eh nicht mehr erreicht. Ja, und ihr? Das führt natürlich noch dahin. 7, das ist auch schon im nächsten Zug. Ach, wie immer die Zeit rennt. Nehmen wir mal an, dass einer drin steht. Und davor steht schon einer. War dich. Auch tief verschanzt. Das jetzt auch nicht gerade besser macht. 3-0. Sonst lasst das und geht. Lasst das sein. Und konzentriert euch einfach noch irgendwie auf das Hauptziel und wir können euch zur Not von hier versorgen, wenn man das aufbaut. So, und die, okay. Ich hatte, die waren im letzten Zug nicht versorgt. Ich hatte leicht gehofft, dass sie es jetzt vielleicht auch nicht sind. Sind sie aber leider. Aber ohne jeden Effekt. Ah, wir könnten die Versorgung hier gleich weiter hier drüben aufbauen. Ab zwei LKWs ist vorläufig gut, dann hat man noch einen über.
Du wirst hier wohl auch erstmal deine Einheiten versorgen. Wenigstens die eine Einheit. Dann schneiden wir den ab und schauen, ob wir den vielleicht doch schon irgendwie attackieren können. Mal kurz schauen, das ist hier aber kein Küstenfeld, oder? Weil das so ein innerer See ist. Nee, damit hätte das ja vielleicht dabei Zeiten noch klappen können. Aber ist nicht. Ja, sonst würde ich sagen, den anderen LKW bauen wir hier hin, damit die Einheiten hier dann demnächst ihre Versorgung kriegen. Weil das vom Landweg her verbunden ist, versteht sich. Dann können wir da im Zweifel auch wieder einen einsparen. Dann können die da lang rennen, der und du. Mal sicher gehen in die Richtung, dass sie das Ziel erfüllen. Darauf hoffen, dass die hier das halt schon sowieso so hinkriegen. Natürlich auch versorgungstechnisch. Ach, so kriegt der eine Luftversorgung. Ja, und du hast hier drüben nicht mehr alle in Reichweite. Dann da schon mal mit nach vorne. Einheit hat sich aufgelöst. Die andere wird auch hier nicht mehr weg können. Und von Versorgungsschwierigkeiten, die da wären. Und du läufst schon mal hier vorbei. Das Ärgerliche ist, dass ihr noch nicht sofort zu eurem Punkt durchkommt. Aber dann seid ihr jetzt auch mal eine Runde unterversorgt. Wir könnten hier einen Punkt errichten. Für die Einheit, die hier auch noch sicherheitshalber entgegenkommt, damit das hoffentlich auch genügend sind. Nicht, dass bei Moyala noch was schief geht. Das ist dann ja auch ein Siegziel. Das muss auf jeden Fall erobert werden. Und bei die beiden könnten dann, denke ich, eigentlich auch raus. Immer die große Frage, wo hat man jetzt wie viele LKWs? Naja, dann sollen wir jetzt theoretisch Philipp in diesem Zug einnehmen. Tja, Landungsfeuer ist nicht drin. Wir könnten einen Bomber versuchen. Sturmangriff ist eher schwierig. Nervt natürlich diese Einheit hier dazwischen. Ihr habt Mogadischu bis Runde 9. Da müsste man jetzt ja auch ganz schön Gas geben. Hier in Runde 7. Ja, da müsste man im Prinzip jetzt losfahren. Okay, das macht die Sachlage noch komplizierter. Müssten wir, denke ich, den erst loswerden und die Eroberung von Gilib rausschieben. Damit den... Okay, das... die Sache noch komplizierter. Sonst schauen wir mal. Wir hatten ja vor eben einen ganz, ganz guten Bomber. Das ist gut. Dann ist der keine Gefahr mehr. Wenn sich die anderen Einheiten nachher darum kümmern und du eilst dann wohl nach vorne. Außerhalb der Versorgung von allen, da muss dann auch eine Luftversorgung möglichst gut getimt dazu. Damit das was werden kann. So, ihr müsst hier jetzt diese Stadt vorrücken. Und da steht einer drin. Und nebenbei eure Versorgung hier entlang herstellen. Großzügigerweise noch ein LKW und du am
damit hin, dass das hoffentlich auch hier klappt und ihr das da demnächst einnehmen könnt. So, hier hinten. Jetzt den vernichten. Und gleichzeitig, wahrscheinlich die Stadt versuchen abzuschneiden. Kann alles ein Momentchen dauern. Na gut, ich glaube, wir kommen prestigetechnisch, stehen wir am Ende besser da. Wenn wir halt das Hauptziel später haben, aber dafür noch Mogadischu sichern. Und es ist ja auch gleich Konferenz, deswegen finde ich es ganz nett, prestigetechnisch besser da zu stehen. Bombe macht nichts. Gut. Wir haben noch ein paar Züge, das wird schon schief gehen. Können auch sonst den Punkt hier noch ganz leicht ausbauen, auch wenn es nicht gerade viel bringt. Ja, und du müsstest dann Luftversorgung kriegen und dann eigentlich zurückkommen. Müsste vielleicht noch die Straße irgendwie sichern, dass das besser klappt. Du läufst zur Unterstützung damit lang. Haben wir jetzt noch irgendwo LKWs, die wir nicht brauchen? Und den brauchen wir weiter, um den da zu unterstützen. Hier sonst nichts weiter. Naja, du hast hier noch einen Infanteristen, den du auch mal wieder ausgeben könntest. Hättest du ja auch den Spezialisten. Ich meine, die beiden Einheiten haben wir noch beide gleich lang. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob die vielleicht ansonsten den angreifen, um den Spezialisten rauszuhauen. Finden wir es heraus. So, dann rückt ihr auf diesen Ort vor und findet einen Weg, ihn zu nehmen. Wenn du von der anderen Seite erscheinst, wird dein Versorgungs-LKW hier jetzt auch nochmal anders platzieren müssen. Ja gut, der Gegner da ist gerade abgeschnitten. Vielleicht könnt ihr ihn auch einfach runter belagern. Prestigeverlust hin oder her. So, und du kriegst jetzt wohl besser mal deine Luftversorgung. Fährst nach Mogadischu rein und kommst dann, denke ich, auf schnellstem Wege zurück. Oder ist hier noch irgendein lustiger Gegner, der sofort ausnutzen würde? Nee. Gehe ich davon aus, dass wir auch direkt wieder umkehren können. Wenn da wirklich einer steht, bisschen sehr blöd. So, und ihr kriegt hier vorne eure Versorgung. So, meinetwegen auch. Und den müssen wir jetzt wohl ein Weilchen belagern. Bevor wir den vernichten können. Und du nimmst hier vielleicht mal die Straße. Unsere Versorgung hier schon mit eurer Straße einen Ticken besser läuft. Saku stellt sich bitte mal zur Einheit. Nur so, dass ich jetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass der einen Ausfall macht, aber wer weiß. Gut, und wir könnten ein bisschen bomben natürlich hier. Ja, und im Prinzip warten wir jetzt. Natürlich geht das Prestige für die Siegziele dafür runter. Na, lass mich raten, mit 3 LKWs oder 2 hat er den Ort dann doch wieder. Jep. Müssen wir weiter umstellen. Also, dass sich nochmal die groß angelegte Frage hat. Irgendwer LKW. Ja, ansonsten auch ein LKW gut, um diese Versprengten da einzusammeln, dass man die nochmal hat. LKW das können. Also ihr zwei seid da. Von hier. 3 da drüben. Hier mit Vollgas zurück und könntest im nächsten Zug locker in die Haku-Reichweite, also eigentlich das, was wir jetzt brauchen, reichen hier auch 2 LKW. Auf jeden Fall ein Einsparen. Dann könnten wir nämlich hier drüben auf jeden Versorgungspunkt bauen.
Wenn die ankommen, ich meine, dann hätten wir zumindest noch von dem einen Trupp irgendwie doch die Truppenteile noch auf Reserve. Und ihr müsst hier jetzt weiter den Feind umstellen. Weil das ja wohl reichen sollte. Müsst ihr mit von der anderen Seite. Ah, sehr schön. Regeneriert sich ja auch nicht. Sofern sagen, die Belagerung gehalten wird. Dieses Problem ist außerhalb der Versorgung und hatte jetzt schon eine schlechte Runde. Naja, vielleicht kommen wir im nächsten Zug rein. Und die erhaltet auch eure Belagerung aufrecht und das Hauptquartier teilt noch Versorgung wenigstens einmal aus. Das ist halt eine feindliche Einheit, die sich bewegt. Die kann noch gefährlich werden. Und jetzt müssen wir auch bald gewonnen haben. Okay, 3 KP für Nachzug da verwendet. Das heißt, die 3 hier wurden noch eingesetzt. Das heißt, unser Hauptquartier hat in der nächsten Mission dann 3 Infanteristen, die es verteilen kann. Ich glaube, jetzt sind sie noch nicht bereit, aber fangen wir erstmal hier an. Kosten 2 zu 0. Auch ein 2-0, da war der Spezialist natürlich auch wieder ganz vorne. Immerhin, wir haben das Ziel. Seid theoretisch allen Versorgungsreichweite, das wird wohl reichen müssen. Jetzt bei euch aus, die haben noch eine Runde lang Nachschub. Oh, du kommst hier runter und bist dann auch wieder im Versorgungsnetzwerk. Macht nichts, 1-1, 3-0. Ja, und dann nehmen wir uns noch die Runde. Ich dachte schon, da kommt irgendwer und holt den aus dem Kessel raus. Das wird's nämlich echt lästig. Okay, du greifst nach Möglichkeit nicht an, weil dein Spezialist ganz vorne ist. Geht doch eh wieder nur drauf, aber du hast 2-1. Du hast zu 0 und eh kein Spezialisten. Ja gut, dann vernichtet die noch. Bisschen Erfahrung abgreifen. Versorgung, das heißt, euch geht's allen gut. Ja, na gut, ihr könnt pro forma ja noch dahin gehen. Ehe diese Gegner, die sich bewegen, noch hier irgendwie die Versorgung klauen oder Unsinn machen. Ja, das heißt immerhin, okay, die Siegziele ein bisschen spät erreicht. Gerade Gelib hätte man früher erobern können, denke ich, wenn der Motorisierte da gewesen wäre. Aber wir haben hier 25 Prestigepunkte verloren, um in Mogadischu 50 zu kriegen. Das hat sich also gelohnt. Ich glaube, das größte Problem war im Westen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass hier vorne schon Feinde rumlaufen. Dafür sind Aufklärungsflüge da. Hust, hust. Und deswegen ging dieser westliche Teil so quasi komplett den Bach runter. Aber zumindest konnten die Nachzügler aus der Einheit, die sich aufgelöst hat, jetzt noch zum Haku rüber gerettet werden. So, dass der noch ein paar britische Infanteristen bei Zeiten verteilen kann. Ja, ich denke, wir können hinzu. Dann ist eigentlich nichts weiter. Ja, Nachschub immerhin plus 10%. Plus der, ja, das mit den Spezialisten ist immer ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten hielt sich's ja eigentlich in Grenzen. Sehr schön, das heißt, wir sind bei der nächsten Konferenz, die ich dann aber in die nächste Folge packen würde. Und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und eben bis zur nächsten Folge. Bis denn.